Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha. Ich bin der Daniel. Ja, und wir reden heute über den 17. November. 17. November? Heute am 17. November ist geboren Bernd Schneider. Kennst du Bernd Schneider? Ach komm. Ja, Fußballer? Nee, kenn ich nicht. Nee, Nationalmannschaft? Ach, hat doch, er ja, 1999 ja. bis 2009. Ja, doch. Also jetzt, richtig jetzt, lange jetzt gespielt, bei Bayer Leverkusen lange Zeit gespielt. Beziehungsweise 1999 bis 2009 bei Bayer Leverkusen und der Nationalmannschaft 99 bis 2008. Mhm. Verstehst du? Kenn ich. Verstehst du, genau, ja. So, ist in der DDR geboren, in Jena. Mhm. War für mich immer, er war ein guter Fußballer, definitiv. Hat auch mal ein Tor geschossen, aber nie so richtig wichtige. Und war für mich immer so ein bisschen so das Weichei der Nationalmannschaft, fand ich immer so ein bisschen, oder? Deswegen hast du im ersten Moment auch gar nicht gewusst, wer es ist. Ja, sein Vater war Lupenschleifer bei Carl Zeiss Jena. Und er ist ein sehr introvertierter Mann geworden. Das hat halt ein bisschen auf ihn abgefärbt. Ja, meinst du? Ja. Hm. Ja, also der hat nicht so richtig viel nach außen gebracht. Aber naja, gut. War ein guter Fußballer, hat immerhin fast 10 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, also hallo. Leistung. Gut, ich meine, du hast ja noch gar nicht in der Nationalmannschaft gespielt, soweit ich weiß. Ja, gut, die wollten mich immer haben, aber ich habe es halt abgewendet. Hast du gesagt, nee, komm hier, ich muss zur Schoko bei Noki, ich habe andere Aufgaben zu bewältigen. So ein Babbler. Okay, egal. 17. November 1869 ist Folgendes passiert. Ihr werdet es nicht glauben, der Suezkanal ist für die Schifffahrt freigegeben worden. Der 161 Kilometer lange Suezkanal verkürzt den Seeweg von Europa nach Asien um sage und schreibe 8300 Kilometer. Achso, okay. Ja, die müssen natürlich nicht mehr um Afrika drumherum und wieder hoch. Und das war am 17. November? Das war am 17. November in, im Jahre... Na, hast du eben gesagt? 1869, genau, ja. Ich habe mich gerade in der Zeile so gesagt. Also, huch, also, ja, macht ja nichts, ja. Kein Problem. Wir haben noch ein weiteres Geburtstagskind heute, 17. November, Alice Kaut. Kennst du Alice Kaut? Alice Kaut, was kaut sie denn? Alice Kaut, den Pumuckl. Ah, okay. Kennst du, ja, das war die Autorin der Pumuckl-Bücher, also die Erfinderin von Pumuckl. Mhm. Und ich habe Pumuckl, als Kind habe ich ja geliebt. Ja. Ja. Ich fand den Gustl Beyerhammer so cool. Deswegen habe ich auch eigentlich mal Praktikum bei einem Schreiner gemacht. Deswegen? Ja, deswegen, weil ich den so cool fand in seiner Werkstatt und habe dann aber gemerkt, als ich in der dritten Woche beim Fenster hochschleppen in den vierten Stock mir gedacht habe, was labern die für einen Scheiß im Fernsehen? Wo ist der Kobold? Ja, wo ist die Werkstatt? Wo ist überhaupt die Hobelbank? Wo ist denn irgendwas? Ich sehe hier immer nur Fenster hochschleppen. Ja. Kann ja gar nicht wahr sein. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ihr könnt mich mal das machen. Jetzt mach ich was. Alice Kaut hat dich total verarscht. Ja. Ja. War wohl nix. Ja, schade. Deswegen hat der Daniel eine Antipathie gegen Alice Kaut. Nee, gegen Schreiner. Gegen Schreiner, ach so, ja, genau. Ja, ja gut, aber eben... Alles gut. Ja, von wegen. Hast du mir doch schon hast du gesagt, hier Schreiner, wenn mir ein Schreiner hier rumkommt, dann haue ich den aber eine. Aber sowas von. Ja. Alice Kaut ist 1920 geboren, am 17. November und ist gestorben am 24. September 2015, also gar nicht so lange her. Gar nicht lange her, ja. Genau, die ist 94 Jahre alt geworden. Tja. Musst du dir mal vorstellen, wenn du dir so einen Kobold ausdenkst, dann wirst du immer älter. Bücher schreiben hält fit, glaube ich. Das wäre für dich ist das natürlich dann eine gute Neuigkeit. Ja, das ist gut. Das ist eine gute These, finde ich gut. Am 17. November in dem Jahre 1558 besteigt The Virgin Queen, Königin Elisabeth I., den Thron. Ach, die Erste? Mhm. Ah, okay. Genau. Wie lange war sie, weißt du das? Bis 1603. War nicht so richtig lange. War nicht richtig lange, aber gut. In der Zeit war die Lebenserwartung auch noch nicht so. Ja, Elisabeth II., die ist ja richtig lange am Dingens da drin. Fast doppelt so lange. Ja, aber die Erste ist am 17. November an die Macht gekommen. Jawohl. Was wir alles gelernt haben heute. Alice Kraut hat Geburtstag, der Bernd Schneider hat Geburtstag, die Lisbeth I., die kam an die Macht. Der Suezkanal ist 1890 geöffnet worden. Mensch, wenn ihr jetzt da rausgeht und irgendwo an die Theke euch setzt und sagt, Mensch, was ich alles weiß, dann könnt ihr einfach nur angeben. Mir platzt der Schädel, was ich all weiß. Du. Ja. Und morgen könnt ihr wieder reinschalten, dann seid ihr noch mal ein Stück schlauer. Auf jeden. Wir sagen bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Juhu.